Moin! Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge hier am Donnerstag Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch vierfach ohne Gräben in der Version 2.1. Und ja, ich habe noch keine Saftproduktion und nichts am Laufen, aber ich bringe jetzt erstmal hier Zementpaletten ins Lager. Hier mit dem neuen Transporter aus meinem Paket. Mit dem MAN. Release-Datum weiß ich nicht. Vielleicht ist es ja auch schon released, wahrscheinlich noch nicht, aber dafür produziere ich jetzt gerade wieder im Vorfeld. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Es gibt auf jeden Fall hier doch einiges. Auch noch was zu verbessern ist, ganz klar, gar keine Frage. Ich werde euch das auch nochmal alles genau vorstellen, das ganze Paket, was es da gibt, wenn es denn soweit ist. Was wir jetzt machen ist, wir holen uns jetzt erstmal den Anhänger, der hier zugehört. Der hier irgendwo steht. Ich glaube, hier steht er. Hier steht er nicht. Hier steht er. Was haben wir da an Ladung eingestellt? LS-Paletten und LS-Paletten. Ja, ist schön. So. Und jetzt holen wir uns Bierfässer. Weil Bierfässer sind im Moment der letzte Schrei. Bei Aldi. Meine ich. Bierkasten bei Aldi. Siehst du? Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Kasten 29 Paletten. Ja, die holen wir doch alle raus. Stehen jetzt noch welche? Hier vorne stehen noch welche, alles klar. Da hinten stehen auch noch welche. Das ist ja kein Problem. So. Was kostet denn, wo gibt es denn Bierfass? Steht das da auch irgendwo? Bierfass bei, auch bei Aldi. Auch kein schlechter Preis. Komm, wir nehmen nochmal. Wir nehmen auch noch mal Bierfässer mit. Auch noch zu Aldi. Das heißt, 11 Bierfässer könnte ich noch mitnehmen. Stehen da hinten, das heißt, ich muss dann noch mal eben rückwärts fahren, aber das ist ja kein Thema. Das geht ja mit dem recht einfach und recht gut. Ja, kein
kein Drehschemel. So. Und dafür gibt es jetzt eigentlich einen Überführungskurs zu Aldi. So, ich habe meine Kurse organisiert. Ich habe Ordner angelegt und den Ordner verschoben. Lager. Überführung. Lager zu Aldi. Fährt auch der Friesenjung vom Agrarteam Nordfriesland. Schön. So. Fahren lassen. Den Rest müssen wir hier wohl selber eben rauskratzen, denke ich mal. Da ist ja auch kaum noch was drin. Das überhaupt richtig sauber kriegen. Ich weiß gar nicht, habe ich das den Mod drin? Mal gucken. Ich habe ja eigentlich, habe ich ja so ein Mod Frontlader-Display, heißt der. Der funktionierte jetzt eine ganze Zeit nicht, das lag aber an mir. Ich hatte den irgendwann aus Versehen mal entpackt und dann wieder gepackt, aber falsch gepackt. Das war sehr hilfreich, wenn man praktisch im Fahrzeug wirklich drin gesessen hat, außer innen an sich gespielt hat, dann wurde einem da praktisch angezeigt, wie der Frontlader gerade steht. Also sprich, wie hoch der über dem Boden ist. Und in welchem Winkel die Schaufel steht. Das war echt cool. Ja, muss ich mal gucken. Das kann aber sein, dass ich den deaktiviert hatte. Ich wollte den eigentlich rausschmeißen und dann habe ich gesehen, dass ich den einfach nur falsch gepackt hatte. Aber es kann sein, dass ich den noch nicht wieder aktiviert habe. Dann muss ich mal schauen. Wenn ja, dann aktiviere ich den nämlich noch wieder. Ich kann dann eigentlich auch mal noch mal eine Übersicht über meine Mods irgendwann machen, ne? Thank you.
Den kriegen wir doch hier ausgekratzt. Das machen wir schon. Gleich sind wir hier fertig. So, fertig sind wir. Das wollte ich gar nicht. Kommt davon mal in die. Die Achsen doppelt belegt. Ja. Damit haben wir unseren Silo leer. Das ist doch schön. So, und jetzt machen wir noch eine Sache. Jetzt verkaufen wir nämlich schnell. So. Zum Glück können wir das ja so verschieben. Zack. Hier müssen wir mal eben dazwischen fahren. Das geht ja sonst auch immer. Und das auch eben verschieben. Zack. Und schon sind wir hier safe. Hier muss es eigentlich auch einen Überführungskurs Aldi Hof. Ja, machen wir mal Aldi Holz. Dann können wir beim Holz noch ein bisschen aufräumen. So. Okay. So, der Klaas hat schon wieder durchdrehende Reifen. Ja, ich weiß nicht, wieso der hier immer. Er fährt immer sich hier fest, fährt immer in fremde Felder rein. Fährt irgendwo hin, wo er gar nicht hin soll. Weiß nicht, was er hier unten sucht.
ihr hört es, die Zeit ist um. Ich schicke ihn jetzt einfach mal hier vorne hin. Hier müssen wir dann also tatsächlich nochmal nachhelfen. Das ist dann nochmal eine Folge, wo wir echt ein bisschen... Na, jetzt fährt er sich hier gleich wieder fest. Oh Mann. Hey, Leute, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, Kommentar, Like, Abo und so weiter und so fort. Kommt mich bei Facebook besuchen. Und, ja, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Verabschiede mich und sage bis morgen, wenn ihr hoffentlich wieder zuschaut. Danke!